Das ist so witzig. Manchmal frage ich mich echt, was für Zufälle es eigentlich gibt im Leben. So, ich war gestern im Ort halt bei mir noch in Motueka. Und da bin ich halt dann aufs Klo gegangen, so draußen. Und habe dann halt auf der Toilette ein Portemonnaie gefunden. Und wollte das dann eigentlich zum Information Center bringen oder so. Es war halt schon nachmittags und ich wusste auch nicht, wo jetzt eine Polizei ist oder so. Aber das war halt auch schon zu. Und dann hatte sie da halt mehrere Kreditkarten drin und dann konnte ich sie zum Glück auf Instagram finden. Dann habe ihr halt geschrieben. Und habe sie halt, also ich wusste nicht so genau, ob sie es ist, aber ich habe halt gefragt, ob sie ein Portemonnaie verloren hat. Und dann war sie so, ja. Und sie ist aber jetzt gar nicht mehr im Ort. Sie ist schon weiter. In Takaka heißt der Ort. Oder in der Richtung auf jeden Fall. Und dann meinte ich so, ach ja. Ich fahre morgen früh dahin und so. Dann meinte sie halt, sie ist irgendwie für 2 Stunden da und genau in dieser Zeit bin ich halt da angekommen. Meinte halt, ja, ich komme dann morgen da an, dann kann ich sie mitbringen und so. Das war auch so der Zufall. Und ja, ich habe halt einen Bus gebucht nach Takaka und musste aber dann noch weiterfahren, eine halbe Stunde eigentlich, zu dem Hufingplatz hier. Und die haben mich komischerweise irgendwie nicht abgeholt. Deswegen hätte ich halt hitchhiken müssen dahin. Und dann war ich in Takaka und habe ihr dann das Portemonnaie gegeben. Und sie war halt mit ihrer Mutter da und irgendwie so einer Großfamilie, so noch mit Geschwistern. Und ja, die haben jetzt keinen Finderlohn gegeben oder so. Aber ich habe halt dann gesagt, ich werde jetzt gleich hitchhiken und so dahin. Und dann meinten sie, ja, sie können als Dankeschön mich dahin fahren und so. Und es war halt so praktisch einfach, weil ich hatte gar keine Lust dann da zu stehen und zu warten, bis mich irgendjemand mitnimmt. Vor allen Dingen, als wir dann hierher gefahren sind, es war wirklich so versteckt und hier ist es wirklich so im Nirgendwo einfach. Also es ist super schön, aber ich weiß nicht, wie ich es hierher geschafft hätte. Also anscheinend alle anderen, die hier sind, hitchhiken auch. Aber zum Beispiel, wenn ich unten abgesetzt worden wäre, dann hätte ich irgendwie schon 2 Stunden erstmal mit meinem ganzen Gepäck den Berg hier hochlatschen müssen. Aber so war es halt perfekt und dann sind wir halt bei dem Café angekommen. Weil bei dem Hufingplatz, den gehört hat das Café. Und hier ist auch richtig, richtig schön mit dem Blick so aufs Meer. Und dann hat die Familie hier auch noch dann irgendwie gegessen und so. Das war irgendwie so voll krass, wie das einfach schon wieder genauso passiert ist. Dass ich genau mit die Uhrzeit dann das Portemonnaie finde und alles. Und dass wir dann im gleichen Ort uns wieder treffen und so. Also es war echt krass. Und das Coole war dann auch noch, dass die Familie in Christchurch wohnt und von Christchurch fliege ich ja weiter dann nach Hawaii. Und die wohnen halt noch in der Nähe vom Flughafen, meinten die auch noch. Das heißt, es ist sehr praktisch, wenn ich dann am Ende nach Christchurch komme und vielleicht kann ich dann echt bei denen wohnen, einfach für die Zeit. Also es ist so. Und ja, jetzt bin ich hier und es ist mal so was ganz anderes hier, finde ich. Das haben die halt vorher schon auch geschrieben und so bei dem Profil und die haben halt zum Beispiel eine Komposttoilette, die draußen ist, also wirklich so ohne Dach und irgendwas. Das ist einfach so draußen. Da haben sie eine draußen Dusche, so zwischen den Bäumen einfach. Und es ist halt sehr alternativ. Deren Café, was unten ist, ist halt richtig, richtig schön, aber das ist halt auch schon weiter oben am Berg irgendwie. Und dann habe ich, als ich da angekommen bin, habe ich erstmal dann meine 4 Stunden halt gearbeitet direkt. Und die verkaufen halt auch Pizza und so, deswegen ich habe dann hinten in der Küche geholfen und habe einfach die ganze Zeit Pizza belegt. Und man kann, glaube ich, auch vorne arbeiten, also dann Bestellungen aufnehmen und servieren und so, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Das finde ich auf jeden Fall ist mal ein sehr cooler Job. Nicht immer Gartenarbeit nur. Und da muss man vom Café halt immer noch mal jeden Tag eine halbe Stunde den Berg hochlaufen zum Haus, was aber auch ein gutes Workout ist. Und jetzt sind hier auch gerade noch 3 andere und es kommen auch gleich noch welche an. Und wir haben halt da sozusagen ein eigenes Haus und wohnen dann hier alle zusammen. Und das ist halt aber auch so wie so in so einem Magazin oder so Countryside-mäßig, halt alles so aus Stein gebaut und so sehr einfach. Aber halt einfach auch mal richtig cool. Aber ich muss sagen, ist halt voll, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Weil es ist ziemlich ungewohnt noch für mich. Weil bis jetzt war ich halt immer in sehr modernen Häusern. Ja, also auf den verschiedensten Farben, aber halt meistens wirklich eher schick und so. Und alles, ja, sehr modern eben.
Und hier ist es halt eben mal nicht so und es ist ja ein einfacher Lifestyle. Aber ich finde es eigentlich echt cool, weil ich wollte auch mal was anderes sozusagen noch erfahren, erleben, wie auch immer. Und deswegen freue ich mich irgendwie auch schon, wenn ich mich dann hier so ein bisschen dran gewöhne und ja, mal sehr einfach lebe ohne WLAN, ohne Internet-Reception. Jetzt bleibe ich erstmal eine Woche und ja, sonst werde ich hier einfach wieder kreativ und chill einfach so ein bisschen. Ja. In der Nacht hatten wir einfach ein Erdbeben und an meinem Bett die Fenster haben so richtig gerüttelt. Ich bin jetzt völlig erschöpft wieder hier oben angekommen und ich bin wieder eine halbe Stunde den Weg hochgelaufen. Eine halbe Stunde hört sich echt nicht lang an, also viel an, aber es ist so anstrengend, vor allem in dieser Hitze. Es sind nämlich heute auch schon wieder 28 Grad, das fühlt sich hier an wie 34 oder so, also ist echt so heiß. Such a babe. Ich warte jetzt noch auf die anderen beiden Mädels, die hier noch unten arbeiten. Und ich glaube, die wollten heute wieder zum Strand fahren. Das kann ich auch gut gebrauchen. Manchmal denke ich echt, wie ich manchmal nicht nachdenken kann. Ich habe vor ein paar Tagen mein Visum halt beantragt für die USA. Und ich habe das halt relativ schnell also eigentlich habe ich es 1000 Mal drüber gelesen und so. Und dann habe ich alles richtig gemacht. Es wurde jetzt auch angenommen, das Visum. Aber... Also mir ist gerade erst eingefallen oder aufgefallen, ich habe angekreuzt, dass es als Transit zu einem anderen Land ist bei meinem Flug. Das heißt, dass ich nur sozusagen in den USA stoppe und dann direkt weiterfliege, weil ich dachte irgendwie so an Deutschland und ich fliege ja dann weiter nach Berlin und so. Was richtig dumm, ich bleibe ja da 2 Wochen. Ich weiß auch nicht, weil manchmal, naja, ist jetzt so.